Ja, Container überwachen. Nur mal generell zum Gefühl, wer verwendet Container generell? Ja, das sind einige. Wer verwendet Container in Production? Ja, auch fast so viele. Das ist schon mal lustig überraschend, weil sonst ist oft dieser Unterschied echt hoch. Ja, ich arbeite für Elastic, die Firma hinter Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats. Ich bin Teil unseres Infrastructure-Teams. Wir machen so Dinge wie Docker-Container, AWS, aber auch so weniger schöne Dinge wie Jenkins-Tests etc. Ich sage immer, das ist eine Unix-Pipe, die pipet das dann in Developer-Testing hinaus. Ich höre jetzt hier auf zwei Meetups in Wien. Eines über Datenbanken und eines über mehr akademische Paper. Also falls irgendwer noch mehr Meetups machen, besuchen möchte oder Vorträge halten möchte, ich freue mich immer über Talks oder Freunde. Grundthema ist mal jetzt sozusagen Logging on Things. Also wirklich einfach mal alles loggen und einsammeln. Wie könnten wir das denn machen? Gerne, wer verwendet mehr als 10 Container oder Server? Ja, so. Gut, das sind einige. Wie loggt ihr? Wer verwendet SSH und T? Das trauen sich sogar doppelt. Wie viel Spaß macht SSH und T? Super. Vor allem, je mehr Server es werden, desto superer wird es wahrscheinlich. Wenn man dann gar nicht mehr weiß, welches SSH-Fenster was ist. Man könnte das Ganze auch ein bisschen zentralisieren und dann irgendwas anderes machen. Da gab es von Elastic mal den guten alten Cakestack. Wer kennt Cakestack? Wer verwendet es schon? Ja, das sind auch einige. Sprich, Elasticsearch, Logstash, Kibana. Elasticsearch zum Datenspeichern, Logstash sozusagen als Datenshipper und Kibana zur Visualisierung. Irgendwann ist dann noch kein Beats da dahergekommen, das Bischchen heißt Beats. Warum gibt es jetzt Beats dabei? Der Cakestack war immer sehr schön, nur braucht man dafür Java. Denn Elasticsearch ist Java, das ist die zentrale Komponente, das ist okay, aber Logstash als Log-Shipper ist anfangs in Ruby gewesen, mittlerweile JRuby, das heißt, da braucht man auch immer den JVM. Und was viele Leute nicht so glücklich gemacht hat, war, weil sie dann zum Long überall die JVM installieren müssen. Vorausgesetzt, man entwickelt nicht ohne diesen Java. Aber wenn man irgendwas anderes macht, Python, Go, sogar die PHP-Leute wehren sich sehr dagegen, die JVM auf ihre Server zu packen, nur fürs Long. Das heißt, da war dann ein gewisser Widerstand und das versucht genau der kleine Fisch sozusagen aufzulösen. Weil der Fisch Beats ist in Go geschrieben und das ist sozusagen die Log-Shipping-Komponente dann, die da dazu gekommen ist. Und wir wollen uns heute eigentlich primär mal auf Beats konzentrieren und was der kleine Fisch generell beim Einsammeln der Logs macht, aber auch dann speziell für Docker. Also wir haben den Elch nicht ganz getötet, das ist jetzt vielleicht leicht oder etwas zu drastische Darstellung. Der Elch lebt irgendwo im Elchhimmel, sagen wir mal so. Also wir hatten den Elch sogar so als Plüschtier, der steht auch noch bei mir zu Hause, er frisst jetzt halt sein, im Elchaltersheim mehr oder weniger sein Dasein. Das heißt, wir versuchen immer von diesem Elch jetzt wegzukommen. Wir haben auch intern, immer wenn wir irgendwo sehen, dass jemand ein Meetup macht und das dann noch Elch nennt, haben wir intern sozusagen den sogenannten Elch-Alert, dass jemand dann vom Marketing-Team sich an die wendet und versucht zu sagen, hey, Elch ist schön, aber wir versuchen das Ganze jetzt anders zu benennen. Wir haben es einen Namen probiert. Das ist der Babe oder die Elch-Bee. Wie man sehen kann, Biene mit Elchgeweih. War eine nette Idee. Gab es mal sozusagen als Prototypen. Nur da Elastic immer auch rund um Skalierbarkeit geht, hat dann das Marketing-Team irgendwann beschlossen, dass das Ganze nicht mehr so skalierbar ist, wie man das gerne hätte. Weil, was passiert, wenn man jetzt ein weiteres Open-Source-Produkt dazu bekommt, was irgendwann passieren könnte? Da müssen wir uns wieder ein neues Tier ausdenken, das wird mit, was auch immer da für ein Buchstabe dazukommen würde, wird es nicht einfach ein neues Tier zu finden. Und man müsste wieder das ganze Branding neu bauen. Und dann haben sie irgendwann beschlossen, ja, das ist jetzt nicht so skalierbar, wie wir das gerne hätten. Das heißt, wir brauchen irgendwas anderes. Und dann hat das Marketing-Team gesagt, wir machen sozusagen die langweilige Variante, die auch den Firmennamen ein bisschen stärkt, wir nennen das Ganze einfach Elastic Stack
Und was auch immer wir für Open Source Komponenten haben, die packen wir dann da einfach rein, aber das Branding bleibt dann immer. Sprich, was wir dann im Endeffekt haben, das ist vor einem Jahr haben wir auch die ganzen Logos ausgetauscht, wir haben gesehen, am Anfang waren wir noch nicht so gut mit Photoshop. Das heißt, das Marketing-Farben gibt, die waren dann besser mit Photoshop, da kommt dann sowas heraus. Das heißt, wir haben Beats, das sind sozusagen die leichtgewichtigen Agents oder Shipper, die sind in Go geschrieben, native Binaries, die leiten dann die Daten direkt an Elasticsearch weiter oder noch an Logstash zum Parsen. Der Logstash kann dann auch zu Elasticsearch gehen und mit Kibana kann ich das Ganze abfragen und dann schön visualisieren. Und wir haben das Ganze jetzt auch auf eine gemeinsame Versionsnummer gehoben, da alle diese verschiedenen Projekte mal unabhängig voneinander als Open Source Projekte gestartet haben, hatten sie ja unterschiedliche Versionsnummern. Was selbst für uns dann irgendwann ziemlich verwirrend war, weil dann hatte man Elasticsearch 2.4 mit Kibana 4.6 und Beats 1.3, wenn ich mich an alles richtig erinnere. Aber das war selbst für uns sehr schwer zu überblicken und deshalb ist jetzt alles auf einer Versionsnummer und kommt alles gemeinsam heraus. Gestern ist zum Beispiel 5.4.0 herausgekommen. Von allen Produkten. Gut, Beats, Logshipping. Der erste Beat, die sozusagen der ich weiß nicht, der historisch am leichtesten zu erklären ist FileBeat. FileBeat ist einfach, ich habe irgendwo Logfiles und ich möchte die zentralisieren. Ich sage immer, das ist so wie TLF, aber übers Netzwerk und wenn Posterius, wie auch immer die perfekte deutsche Übersetzung ist. Das heißt, das macht im Endeffekt nichts anderes als, was auch immer ich irgendwo in meinem Logfile habe, schicke ich möglichst effizient einfach übers Netzwerk woanders hin. Ich passe das Ganze lokal nicht. Ich leite es wirklich nur weiter und versuche es sicher zuzustellen. Und das Ganze dann aus neuen Straßen, also jeder kennt irgendwie, keine Ahnung, Syslog oder was auch immer, da habe ich dann verschiedenste Informationen drin entstehen. Da habe ich sowas wie einen Prozessnamen, eine Prozesse, die einen Timestamp, eine Log-Message, möglicherweise eine Severity. Da stehen verschiedenste Informationen drinnen. Wenn ich die mal nur speichere, könnte ich sie einfach per Vollkextsuche durchsuchen. Aber das ist noch sehr unstrukturiert. Wenn ich dann sagen möchte, wie viele Events hatte ich denn von einer gewissen Process-ID oder von einem Process, kann ich das darüber nicht sehr leicht oder gut zusammen aggregieren. Deshalb möchte ich das Ganze irgendwie immer in einer strukturierten Form haben und versuche mir diese einzelnen Werte herauszuextrahieren. Und das ist genau dieses Parsing, beziehungsweise der nächste Schritt wäre dann sowas wie ein Enrichment. Wenn ich sowas habe wie ein Apache oder Nginx Access Log, habe ich immer eine IP-Adresse. Und möglicherweise möchte ich diese IP-Adresse auf eine Geolocation umlegen. Das ist zur Suchzeit viel zu langsam, also wenn ich dann einfach die IP-Adressen habe und dann sage ich, gib mir alle Besucher aus Wien und das zur Suchzeit aufzulösen, wird das viel zu lange dauern. Deshalb gibt es diesen Enrichment-Schritt, dass ich einfach schon beim Speichern den Lookup mache, diese IP-Adresse ist welche Geolocation. Und je nach Qualität der Geodatenbank ist das dann besser oder schlechter. Aber die Informationen dann, welches Land, welche Stadt, welche Region, welcher Kontinent, das kann ich dann alles sozusagen anreichern und speichere das sozusagen sofort mit der originalen Nachricht mit und danach kann ich dann leichter auf diese Informationen zugreifen. Also das ist dieser Parsing-Schritt. Und FileBeat hat auch ein paar nette Eigenschaften. Also das erste ist at least once. Jede Nachricht wird mindestens einmal zugeschickt. Ich schicke und warte auf ein Acknowledgement. Und wenn ich das Acknowledgement nicht innerhalb einer gewissen Zeit bekomme, ziehe ich einfach die Nachricht nochmal. Deshalb at least once. Der Empfänger weiß aber durch die ID dann, was sozusagen doppelt ist und indiziert mir das auch nicht. Doppelt. Normalerweise. Das zweite ist Backpressure. Wenn der Sender schneller schickt, als der Empfänger das Ganze annehmen kann, also es könnte dann sein, entweder Logstash oder Elasticsearch, die schicken dann einfach ein. Ich glaube, auf ATP ist das 429, dass der Empfänger überlastet ist, den Response-Code zurück, und sagen dem Sender, hey, ich komme nicht mit, nicht so schnell, schicke etwas langsamer. Und FileBeat wird dann einfach sagen, okay, ich schicke jetzt mal zuerst weniger oder gar nichts und warte und irgendwann sehe ich dann, es geht jetzt wieder mit voller Geschwindigkeit, dann schicke ich wieder mit voller Geschwindigkeit. Und das Ganze unterstützt auch Graceful Downtime, das heißt, ich kann, wenn mein Empfänger down ist, dann bleibt der FileBeat einfach sozusagen stehen an der Position, wo er war. Funktioniert so, da das alles Files sind, kann ich recht einfach stehen bleiben und sagen, okay, bis hier in dem File habe ich alles geschickt, den Rest habe ich jetzt noch nicht geschickt, jetzt warte ich mal. Und da das Ganze auf der Disk liegt, solange ich nicht durch irgendeine File-Rotation, aber wenn ich das Ganze sozusagen, das File entferne,
dann habe ich natürlich ein Problem. Also wenn mein Empfänger mehr als 3 Tage down ist und ich meine Logfiles nur 3 Tage am Server halte, dann würde ich irgendwann Daten verlieren. Aber wenn ich innerhalb von diesem doch sehr langen Zeitfenster der Empfänger immer wieder verfügbar ist, dann kann ich die Daten einfach, wo bis wohin auch immer ich gekommen bin, weiterschicken. Das gilt allerdings nur für alles, was auf Files passiert. Sobald ich das nur in Memory puffern kann, irgendwann ist dieser Pufferbereich voll und dann werde ich einfach immer die ältesten Nachrichten verlieren, wenn der Empfänger nicht da ist. Das Ganze schaut dann so aus, ich habe einfach auf meinen Dutzenden, Hunderten, wie auch immer, Servern meine File-Bits und die schicken dann an einige Elasticsearch oder Logstash-Instanzen. Das heißt, die suchen sich dann einfach irgendeinen, den sie erreichen können und schicken zu dem. Die machen normalerweise auch einen Round-Robin, das heißt, wenn einer irgendwie mehr beschäftigt, also ein File-Bit irgendwie mehr Daten hat als ein anderer, nimmt sich der dann nicht eine Node und schießt die nieder, sondern der macht dann einfach einen Round-Robin der Requests, um die relativ gleichmäßig zu verteilen. Und dieser Acknowledgement-Prozess ist einfach, das hier ist mein Logfile, das einfach kontinuierlich weiterläuft, was auch immer ich gerade hineinschreibe, es wird einfach ans Ende, werden meine weiteren Logdateien hineingeschrieben. Und dann nehme ich immer einen Bereich, also das ist nicht eine einzelne Nachricht, sondern aus Effizienzgründen ist das immer ein Batch an mehr Nachrichten, nehme ich mir so einen Batch. Schicke den an meinen Empfänger, in dem Fall ist es der Logstash, und ich warte auf das Acknowledgement. Und erst wenn das Acknowledgement gekommen ist, markiere ich diesen gelben, gelesenen Bereich auch blau mit Acknowledge, und dann kann ich den nächsten Bereich erst verschicken. Ja. Beim Batch ist, gibt es ein Timeout, falls wenig Messages kommen, dass man, wenn der nur. Ja, standardmäßig, glaube ich, wird das Batch zeitbasiert sowieso. Das heißt, es wird dann einfach recht schnell zusammengeschickt. Aber es geht eben darum, bei der Overhead für jede einzelne Nachricht, wenn ist nicht zu vernachlässigen, also der tut das einfach in sinnvolle Batches zusammen. Aber es ist nicht, dass es irgendwie so, oh, keine Logs, auf die letzte Nachricht wartest du jetzt eine Stunde, das ist nicht der Fall. Das Ganze überlebt auch File Locations, das heißt, da das zumindest auf Linux, glaube ich, auf iNodes passiert, weißt du einfach, wenn was mit File Location verändert. Wenn ich meinen File irgendwo anders hinrotiere, weiß er dann, okay, die letzten 10 Nachrichten aus dem File habe ich jetzt nicht geschickt. Die muss ich noch schicken. Das macht er dann und dann beginnt er beim nächsten File. Also das macht er einfach im Hintergrund, da muss ich sonst nichts speziell irgendwie ändern. Was das ganze Ding auch kann, ist Multiline. Das heißt, wenn ich sowas habe wie Java Stack Trace, die sind oft recht ekelhaft, zusammenzufassen, da kann ich einfach ein Pattern definieren und sagen, jede Logzeile beginnt mit einer eckigen Klammer beispielsweise. Und wenn sie das nicht tut, ist es ein Multiline-Statement und dann nimm alles sozusagen und nimm an, dass es sozusagen eine Nacht ist, bis zu der Zeit, in der eine eckige Klammer beginnt. Ich kann Filtering machen, das heißt, ich kann sagen, ich möchte zwar auf Debug lokal loggen, aber ich möchte nur Error und Warn über das Netzwerk schicken, weil die Debug-Messages interessieren mich vielleicht, wenn ich von einem konkreten Server irgendwas debuggen möchte, aber das möchte ich nicht alles zentralisieren, sondern kann ich den Traffic einfach geringer halten. Und falls man schon JSON hat, das ist überhaupt das, was wir am liebsten haben, wenn man schon in JSON loggt, dann kann man einfach das JSON hier in Elasticsearch hineinspeichern, weil da muss man nichts mehr anreichern, weil das ist ja bereits strukturiert. Unsere neuesten sogenannten File-Bit-Modules, die wissen dann einfach automatisch, auf dem Betriebssystem, wo ich installiert bin, liegen die Logfiles für diese Prozesse an dem und dem Ort. Die wissen dann auch, wie das Standard-Pattern aussieht. Das heißt, der FileBit nimmt das dann, schickt das dann automatisch an Elasticsearch. Elasticsearch mit einer Ingest-Node weiß dann, okay, so muss ich das auseinanderparsen und kann das Ganze anreichern. Und ich muss dann nichts mehr machen. Installieren selbst ein fancy Dashboard, wo ich dann sehe, was ist dort passiert. Selbstständig. Momentan sind das die Module, die unterstützt werden, aber es werden sicher in nächster Zeit mehr. Aber das ist jetzt wirklich so, da installiere ich FileBit, ich sage, okay, ich möchte jetzt MySQL und Nginx überwachen. Und dann macht er das mehr oder weniger alles automatisch und speichert mir bereits das fertige Ergebnis mit dem Dashboard in Elasticsearch und ich muss nichts mehr selber zusammenbauen. Weil zumindest der Kunde das Ganze schon verwendet hat, das hat immer einen gewissen Konfigurationsaufwand mitgebracht. Das versuchen wir jetzt, da wo es leicht möglich ist, nicht mehr notwendig zu machen. Gut. Loggen mit Docker. Es gibt 101 Optionen. Also wenn man auf in die Dokumentation schaut, das sind die Logdepender, die so unterstützt werden, da gibt es doch einige. Welche kommen jetzt für uns hier in Frage? Also wenn man mal schaut, man sieht, es gibt kein Elasticsearch oder kein Beats oder irgendetwas. Wir müssen jetzt auf irgendwas anderes zurückgreifen. Welches von denen könnten wir denn jetzt nehmen?
Deutschland ist JSON-frei. An eine bestimmte Stelle per JSON-Message das Ganze hinaus. Funktioniert, weil es einfach der Standard ist, ich muss nichts mehr groß konfigurieren. Abgesehen von der File Rotation, weil standardmäßig werden diese Files nicht rotiert, sondern wachsen einfach, solange der Container halt läuft. Wenn die Container nur kurz laufen, ist das okay, aber wenn ich irgendwas gerade mit Persistenten habe, sofern ich vielleicht Elasticsearch oder so in einem Container laufen lassen möchte und der Container läuft dann ein Jahr lang und ich habe keine File Rotation, wird das mit den Logfiles wahrscheinlich nicht mehr so fein sein. Unterstützt Metadaten, unterstützt Docker-Logs. Der Hauptnachteil ist, sagt, man soll damit vorsichtig sein, weil es von der Performance her nicht so gut ist, wie JSON-Files herzukommen. Es gibt Alternativen, man könnte Syslog verwenden. Also es gibt einfach etwas, das sendet Syslog-Nachrichten weiter. Das heißt, man muss selber seinen Syslog-Server betreiben und dann könnte FileBit aus Syslog diese Daten herausnehmen und weiterleiten. Ist leicht zu konfigurieren oder ist mehr oder weniger voll konfigurierbar, das heißt, ich kann sagen, wo liegen meine Files, was habe ich für eine Rotation etc. Ich muss halt meinen Syslog-Server selbst betreiben und sowas wie Multi-Line-Statements sind oft schwieriger. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas serialisiere und deserialisiere, habe ich halt die Möglichkeit, dass es irgendwo dabei den Bug gibt und dann ich irgendeine Information falsch passe. Gerade Multi-Line-Statements sind dafür anfällig. Aber dafür ist es voll konfigurierbar und ich kann einfach auf Syslog zugreifen. Dann gibt es Journal-D, an dem wahrscheinlich mittelfristig kein Weg vorbeiführen wird, dank System-D. Mittlerweile, würde ich sagen, mal großflächig verfügbar, unterstützt Metadaten, unterstützt Docker-Logs. Hauptnachteil für uns ist, dass wir momentan noch kein Journal-D unterstützen. Also es hat jemand aus der Community einen sogenannten Journal-Leak geschrieben, der kann mit Journal-D interagieren und bekommt daraus die Daten heraus und kann die dann weiterleiten. Es ist auch angedacht, dass das wir in unsere offiziellen Beats übernehmen. Ich habe den Autor sogar vor einem Monat oder so in Berlin getroffen. Der möchte uns das ohne dies übergeben. Wir müssen nur noch ein bisschen den Code aufräumen und das Ganze dann voll integrieren und dann wird es irgendwann auch Journal-D Unterstützung geben. Dann gibt es GELF, ich glaube, das ist das Graylog Standard Log Format, das direkt mit Logs erstellen kann, das heißt, auch ein Nachteil sein, je nachdem. Also es gibt die einen, die sagen, Hauptsache es ist schnell und wenn ich ein paar Log-Nachrichten verliere, ist mir das egal. Dann ist UDP perfekt. Andere sagen wieder, ich möchte jetzt aber auf keinen Fall irgendeine Log-Nachrichten verlieren, weil möglicherweise sehe ich dann einfach nicht, was wichtig ist in meinem System. Für die ist der UDP weniger schön. Das ist aber einfach eine Entscheidung, die man treffen muss. Wie wichtig ist jede einzelne Log-Nachricht gegenüber der Performance? Und die letzte Möglichkeit, man mountet ein Volume hinaus, die Applikation schreibt dann einfach genau auf dieses Volume. Wenn man schon File Rotation etc. hat, braucht man sich sonst auch um nichts weiteres kümmern. Hauptnachteil ist, dass man da dann normalerweise keine Metadaten hat, weil man hat einfach das Volume hinausgemount und sammelt dann einfach mit FileBit von irgendeinem fixen Volume aus den Daten ein. Ist aber auch eine Möglichkeit. Um jetzt sozusagen in die Glaskugel zu schauen, was sind so die besten Möglichkeiten. Heute ist es wahrscheinlich JSON, Syslog oder das Volume. Und wir hoffen, dass wir dann irgendwann in Zukunft, sobald wir die Journal-D Unterstützung haben, dass wir sozusagen Journal-D als beste Lösung etablieren können, hoffentlich. Und wer aufgepasst hat, gesehen, es waren 101 Möglichkeiten, allerdings für den Binary. Ansonsten hätte es jetzt zu lange gedauert. Der nächste Beat, den wir uns anschauen können, ist der Metric-Beat. Der hat am Anfang Top-Beat geheißen, hat genau das getan, was Top macht, war aber immer auch unter Windows verfügbar. Mittlerweile gibt es aber auch Applikationsmetriken, deshalb heißt das Ganze jetzt MetricBeat, wurde dann umbenannt. Einerseits gibt es eben die von Top bekannten Systemmetriken, also diese Metriken kann ich einfach einsammeln lassen automatisch. Ich glaube standardmäßig sind es alle 5 oder 10 Sekunden, werden wieder einfach sozusagen Top abgefragt, die Informationen werden dann gespeichert und weitergeleitet. Und ich habe Module in diverse Applikationen hinein. Also ich sehe dann zum Beispiel, keine Ahnung, bei MySQL, was sind meine langsamsten Queries, wie viel Speicher brauche ich, was sind meine IO-Operationen etc. Und
Und das passiert einfach auf irgendeiner Statistik-API, die all diese Applikationen unterstützen, die man dann einsammeln kann. Kann man auch anbinden an andere Programmiersprachen, also zum Beispiel JavaX bzw. über Jolokia ist das Ganze für Java unterstützt. In der nächsten Major-Version wird es dann eine tiefere Go-Integration geben, wo ich dann zum Beispiel die Garbage Collections von Go sehe und potenzielle Memory Leaks. Mittlerweile können wir auch Prometheus Endpoints einsammeln und ja, in diverse Applikationen hineinschauen. Unter anderem eben, wie funktioniert das Ganze mit Docker? Der Ursprungsansatz war, dass wir einfach PROC lesen. Das ist einfach Teil des System Modules gewesen, das heißt, wir haben einfach das Ganze mit den PROC-Informationen angereichert. Hat den Vorteil, dass man keine Docker-API braucht. Da man einfach nur die PROC-API liest, braucht man nicht die Docker-API. Was den großen Vorteil hat, wenn man Zugriff auf die Docker-API hat, hat man Zugriff auf die Docker-API. Und ob das Logging-Tool wirklich irgendwelche Demons stoppen sollte oder neu starten oder wie auch immer verändern, darüber könnte man jetzt länger diskutieren. Also da war einfach die Idee, man liest einfach nur PROC, hat aber sonst keinen Zugriff auf die Docker-API und kann deshalb auch nicht sonst verändern im System. Großer Vorteil Nummer 2 ist, unterstützt alle Container Runtimes, die es so gibt, wobei das die meisten Leute nicht so interessiert, weil in der Praxis verwenden wir doch so gut wie alle Docker. Aber theoretisch ist es möglich, einfach was auch immer man da so hat, kann man dann verwenden. Und es nimmt einfach diese C-Group-Information und reichert alle meine anderen Prozesse damit automatisch an. Das heißt, ich muss nichts mehr großartig machen. Nachteil ist, es unterstützt keine Docker-spezifischen Features. Das heißt, ich habe keine Labels oder Names, was dann doch vielen Leuten abgeht. Und dann ist immer so, ja, aber wir verwenden nur Docker, wir wollen eigentlich nur Docker machen und Docker mehr oder weniger. Was machen wir da? Beziehungsweise das ist, glaube ich, das offizielle Docker-Logos. Speziell seit Sie jetzt Mobi im Hintergrund haben, das ist immer meine Ansicht, das ist Docker und Docker wird dich und deine gesamte Architektur auffressen. Es hat jemand aus der Community hat dann gesagt, ich möchte mit dieser Docker-API arbeiten. Und hat dann etwas gestartet, das Docker-Beat heißt. Sprich, das geht zur Docker-API, fragt die Informationen ab und leitet das Ganze dann an Elasticsearch weiter. War dann freundlich genug und hat einen Blogpost geschrieben, wie sie auf unserem offiziellen Blog, wie sie die Version 1.0 erreicht haben. Und dann hat Docker Inc. Das Legal Department geschickt und hat gesagt, nein, geht nicht. Weil Docker als erster Bestandteil des Namens ist getrademarkt. Es darf niemand irgendwas haben, was Docker irgendwas heißt. Und wenn man irgendwie, keine Ahnung, es war eigentlich nicht kommerziell, es war nur Open Source. Wir haben damit auch nichts großartig gemacht, aber da das sozusagen ein bisschen mehr Reichweite bekommen hat, haben sie dann gesagt, okay, da enforcen wir jetzt das Trademark. Darf man nicht. Dann haben wir ein bisschen überlegt, was machen wir, was könnte man daraus machen. Wir haben es dann umbenannt. Jetzt heißt es Docker-Beat. Wir haben zuerst überlegt, es nur Docker-Beat ohne E zu nennen, aber wir haben dann im Endeffekt auf Docker-Beat umgeschränkt. Darauf gibt es kein Trademark, also jeder kann dann Doc, was auch immer, nennen, wie er möchte. Und seit Version 5.1 ist dieses Modul eigentlich obsolet, weil es jetzt Part des Metric-Beat geworden ist. Also die haben freundlicherweise das ganze Modul gesponsert, wir haben ein bisschen den Code aufgeräumt und mittlerweile wird es einfach als Teil von MetricBeat ausgeliefert und jeder kann es verwenden. Wir schauen uns dann nachher in der Demo an, was sich da für Informationen zum Beispiel herausbekommt. Wenn ich jetzt System-Permissions damit lesen möchte, muss ich die entsprechend setzen. Also ich muss lesen auf OSFS, C-Groups, Ganze hinausmounten und zugreifen lassen. Wenn ich auf irgendwelche Services, also wir haben ja gesagt, dass man zum Beispiel MySQL überwachen kann, dann muss ich auch auf MySQL zugreifen können, damit ich an die Metriken komme. Wenn es in einem anderen Container läuft, muss ich die Container entsprechend linken, dass ich sozusagen auf diese Statistik-APIs dann zugreifen kann. Und nur wenn ich das sozusagen richtig zusammenlinke, kann ich aus den Containern dann diese Informationen vorausinstallieren. Generell, wie sollte ich das laufen lassen? Ich habe meine dockerisierten Applikationen laufen und irgendwo läuft daneben dann mein MetricBeat parallel zu allem anderen. Also ich kann es natürlich auch auf den Host direkt installieren, ist aber absolut nicht notwendig. Ich kann einfach das ganze Sidecar laufen lassen
und er sammelt dann parallel alle Informationen ein, sofern der Container eben die richtigen Permissions gesetzt hat, dass er auch diese APIs überhaupt zugreifen kann. Und dann kommt immer dieses Argument, eigentlich ist ja Elasticsearch Volltextsuche. Warum ist jetzt Volltextsuche gut für Metriken oder ist das überhaupt gut für Metriken? Und dann wird immer gefragt, gibt es irgendwelche Benchmarks? Und das ist meine Lieblingsgrafik zu dem Thema Benchmarks. Das ist immer, wenn irgendein Hersteller Benchmarks mit irgendwelchen anderen Herstellern macht, dann nimmt er das heraus. Das ist so, wie wenn er den Tintenfisch und die Hauskatze gegeneinander benchmarkt unter gleichen Bedingungen und dann kommt heraus, dass die Hauskatze tot ist und deshalb viel dümmer. Ungefähr so schauen alle Benchmarks aus, die ich kenne. Zumindest früher war die Optimierung für Metriken noch bei weitem nicht so gut. Mittlerweile versucht Elasticsearch auf das Thema Metriken auch recht stark zu gehen. Einerseits gibt es einen Zugriff, der mehr column-oriented ist, weil sonst die Volltextsuche ist immer sehr, also es sind keine Rows, aber es ist sozusagen sehr Dokumenten- oder Zeilen-basiert. Während, was ich bei Metriken ja normalerweise möchte, ist, dass ich irgendeine Spalte oder einen Wert habe und den sehr effizient abfragen oder zusammen aggregieren kann. Da gibt es einerseits den Zugriff. Der zweite große Punkt ist dann normalerweise der Speicherplatz. Manchmal hatten wir nur Float. Float ist zwar sehr schön, aber die Präzision ist möglicherweise viel zu hoch, wenn ich jetzt nur irgendwas wie CPU-Usage oder ähnliches auslesen möchte. Deshalb gibt es mittlerweile seit Version 5.0 auch weniger genaue Float-Typen, die dafür wesentlich weniger Speicherplatz brauchen. Also es gibt Half-Float, halbe Präzision, aber dafür auch nur halber Speicherplatz. Und die sogenannten Scale Floats. Scale Floats ist, ich speichere mir einen Integer-Wert und habe immer einen Scaling-Faktor. Das heißt, ich speichere mir irgendwie einen Integer-Wert, dividiere den durch diesen Scaling-Faktor und komme so wieder sozusagen zum Ausgangswert. Scaling-Faktor könnte einfach 100 sein, das ist noch am leichtesten nachzuvollziehen, kann aber auch ein ganz anderer Wert sein. Also man könnte dann 4000 zum Beispiel nehmen, dann nehme ich einfach, was auch immer ich mir für einen Integer-Wert gespeichert habe, dividiere den durch 4000 und das war sozusagen meine Ausgangsmetrik. Ist natürlich ein ziemlicher Abstrich in der Präzision, aber wenn ich sowas brauche wie CPU-Usage, wird mir die Präzision da relativ egal sein. Geldwerte speichert sowieso niemand das Float, oder? Daher, ja, auf keinen Fall als Geldfloat oder ähnliches. Packet-Beat, wir haben eine Wireshark. Wireshark ist immer cool, wenn man das Ganze auf einem System hat und dann sieht man so alle Pakete, die so da herumfliegen. Sobald man dann seine 10 Systeme hat, wird Wireshark wieder wesentlich mühsamer. Weil da muss ich dann auf all meine Systeme sozusagen die Pakete einsammeln und dann muss ich die auch irgendwie wieder zentralisieren und zusammen korrigieren. Und das wird dann ja, mehr Arbeit und gleich mühsamer. Deshalb haben wir Packet-Beat. Also Packet-Beat geht eigentlich, macht genau dasselbe, verwendet auch libpcap im Hintergrund. Das heißt, der nimmt einfach. Der monitort den Netzwerkverkehr, allerdings ist das sozusagen nicht am kritischen Pfad, sondern die Daten kommen herein, werden der Applikation übergeben und parallel dazu werden die Netzwerkpakete analysiert. Und Packet-Beat weiß dann, was ist ein Request und was ist der zugehörige Response, was ist das Protokoll, beispielsweise HTTP, wie lange hat das Ganze gedauert, also Request bis Response, bis es wirklich hinausgegangen ist, war 100 Millisekunden. Der Return-Code war ein 200er und die URL, auf die ihr zugegriffen habt, war FUBA. Und ich muss meine Applikation dafür dann gar nicht mehr irgendwie groß instrumentalisieren, sondern es ist einfach nur von der Netzwerkebene kann ich das automatisch auslesen. Und ich weiß dann, was sind denn meine 200er, 400er und 500er meiner Applikation oder wie ist die normale Response-Time. Oder ich deploye und dann sehe ich plötzlich, plötzlich gehen die 500er hoch und dann sehe ich, war vielleicht kein so gutes Deployment. Also das kann man dann Packet-Beat alles automatisch auslesen. Unterstützt eine Reihe von Protokollen. Also man kann zum Beispiel diverse Datenbankprodukte auch damit monitoren und der weiß dann einfach, was war Request-Response und der kann dann so Dinge wie, was ist denn die häufigste oder die langsamste Query, die ich so in meinem System habe, automatisch auslesen. Wieder ohne, dass ich das auf meine Applikation, also meine Applikation oder Datenbank irgendwie konfigurieren möchte. Kann HTTP, DNS, ICMP und diverse andere Protokolle. Was es nicht kann, ist, es kann nicht in verschlüsselten Traffic hineinschauen. Möglicherweise ist es auch ein Feature. Wenn das Protokoll verschlüsselt ist und wir sozusagen nicht hineinsehen können, oder wenn wir einfach das Protokoll nicht kennen, weil wir es noch nicht unterstützen oder weil es was Proprietäres ist,
Dann gibt es trotzdem etwas, das nennen wir Flows. Und Flows arbeiten einfach auf IP- bzw. TCP-UDP-Ebene. Das heißt, ich weiß dann trotzdem, welche IPs zum Beispiel reden miteinander, wie viel Traffic haben sie denn so, wie viele Pakete schicken sie, wie viele Retransmissions habe ich. Ich sehe allerdings halt nicht, was ich innerhalb meines Protokolls tue. Aber ich kann einsammeln, was ist denn der Netzwerkverkehr generell, der das implementiert. Um das Ganze laufen zu lassen, schaut dann ähnlich aus. Ich lasse wieder meinen Sidecar Packet Feed Container laufen, der dann den gesamten Netzwerkverkehr auf meinem Host überwachen kann. Dann gibt es noch Heartbeat, der ist relativ neu. Heartbeat Ping einfach. Ist deshalb geboren worden, weil wir intern den Bedarf hatten, da wir auch ein Cloud-Angebot haben. Da wollten wir dann immer wieder selber sehen, einfach lebt dieses Service noch, beziehungsweise was ist die Response Time von diesem Service. Das heißt, es gibt den Heartbeat. Den kann ich auch einfach in einem Container laufen lassen und kann dann diverse andere Endpoints pingen und weiß dann, sind sie up or down und was ist denn die Response Time. Und der weiß dann auch, wie lange dauert es, die TCP-Connection zu establishen, wie lange dauert HTTP und HTTPS. Also der weiß dann, wie lange dauert jeder einzelne dieser Schritte normalerweise. Und da sehe ich einfach die Kurve, wie er sich das über die Zeit entwickelt. Falls irgendwer Windows verwenden muss, wobei das hier wahrscheinlich ohne das weniger der Fall ist in anderen Konferenzen, es gibt auch etwas, das heißt WinLogBeat. Windows hat ja dieses, ich habe es ja nicht von Windows verwendet, aber es gibt dieses eigenartige Programm, das alle Logs von der Windows-Maschine einsammelt und die ich nur dort sehen kann, weil das sind ja keine Plain-Text-Logs, sondern da gibt es diese Applikation. Und wer damit nicht arbeiten möchte, es gibt den sogenannten WinLogBeat, der sammelt genau diese Informationen ein und speichert sie dann in Elasticsearch. Und ich brauche nicht mehr diese Applikation, um zu sehen, wie, was ich für Logs auf meinen Windows-Rechnern habe. Und das Ganze ist wiederum auch dann zentralisiert. Das hat jetzt aber nichts konkret mit Docker zu tun. Gut. Docker. Es gibt Images. Wer sich dafür interessiert, also wir haben Open Source auch, wie wir sie bauen, beziehungsweise sie werden auch getestet. Das heißt, mittlerweile gibt es einfach alle Open Source Produkte, darum gibt es Docker Container. Das Minimalbeispiel, wie ich jetzt Elasticsearch und Kibana zum Laufen bringen würde mit Docker Compose, wäre das hier. Zwei Dinge, die jetzt möglicherweise nicht ganz so offensichtlich sind. Das erste ist, verwenden wir die Docker Registry? Ja, nein, weiß nicht. Nein, wir verwenden nicht die Docker Registry. Wir haben unsere eigene Registry. Wer wusste, dass wir unsere eigene, oder wer verwendet Pakete, also Docker Container, mit Elasticsearch. Irgendwer? Niemand? Okay. Dann verwendet wenigstens keiner die falschen. Weil was normalerweise sehr viele machen ist, Docker hat Search, Elasticsearch und das erste, was dann herauskommt, das nehmen wir dann. Und diese Seite hatte auch sozusagen ein Label offiziell. Das Problem war nur, die auf Docker hat, die offiziellen Elasticsearch Container sind Docker Inc. offiziell, aber sozusagen nicht lästig offiziell. Das heißt, die wurden von Docker Inc. zusammengebaut und dort zur Verfügung gestellt und deshalb haben sehr viele Leute begonnen, diese Container zu verwenden. Wir haben unsere eigene Registry und nur dort sind sozusagen unsere offiziellen Pakete. Mittlerweile wird aber das, was man auf Docker hat und der Elasticsearch findet, das Hauptpaket, das ist mittlerweile der Paket und ich glaube im Juni, ab dann wird es einfach keine Updates mehr dafür geben. Das ist immer die Frage, warum? Wir hören auch immer wieder den Vorwurf, wir sind sehr elitär, dass wir unsere eigene Docker Registry am Laufen halten wollen. Hat zwei praktische Gründe. Erstens, wir haben selber Produkte, also unsere Cloud-Sachen, basieren auf Docker Images. Und es gibt SLAs für diese Produkte. Und wir können nur SLAs garantieren, wenn wir die Registry oder wenn wir sozusagen den ganzen Stack uns gehören und wir selber verwalten. Wir waren nicht immer ganz so zufrieden mit der Verfügbarkeit der offiziellen Docker Registry. Deshalb haben wir irgendwann begonnen, unsere eigene Docker Registry am Laufen zu halten, die von der Verfügbarkeit zumindest sehr gut ist. Und das zweite ist, wir haben für alles sehr detaillierte Download-Statistiken. Und wenn man Docker Registry verwendet, bekommt man überhaupt keine Download-Statistiken mehr. Wir wollen aber zumindest wissen, welche Produktversionen werden so heruntergeladen, aus welchen Ländern und wie entwickelt sich das Ganze über die Zeit. Und das treibt doch recht stark dann die Produktentwicklung vor. Welche Produkte gehen gut, welche Produkte gehen nicht gut. Und in welchen Märkten sehen wir mehr Aktivität als in anderen? Und wir wollten diese Statistiken nicht aufgeben, deshalb verwenden wir unsere eigene Docker Registry. Und das Zweite,
Was jetzt da nicht ganz offensichtlich ist, aber ich verwende hier eine fixe Version. Es gibt kein Latest. Wer verwendet Latest? Okay. Ja. Das ist, ich glaube, das ist so der YOLO-Ansatz der Docker-Community. Und wir unterstützen das absichtlich nicht, weil die große Gefahr, die sich dadurch wahrscheinlich bietet, ist, irgendjemand startet eine Cluster mit drei Nodes heute in Version Latest und das ist 5.4.0. Und in einigen Monaten kommt er dann drauf, ich möchte gerne zwei weitere Container dazu hängen. Und hängt ihn dann dazu und verwendet auch dort Latest und dann bekommt er 6.0.2 oder ähnliches. Und wird damit seine Cluster einfach töten. Und genau das wollen wir sozusagen nicht haben, dass irgendjemand unabsichtlich dann in der Zukunft seine Cluster damit abschießt. Das heißt, es ist vielleicht heute eine Spur mehr Arbeit, aber man muss immer explizit die Docker-Version eingeben. Und es ist nicht möglich, einfach Latest zu sagen und sagen, YOLO, gib mir was, auch immer du gerade hast. Was für die Entwicklung möglicherweise ganz angenehm ist, aber für den produktiven Einsatz dann langfristig nicht so sinnvoll ist, deshalb unterstützen wir das nicht. Ganz am Anfang, wie wir begonnen haben, uns Docker-Pakete zu Docker-Images anzubieten, gab es ein Latest, aber ich glaube nur für 3 oder 4 Wochen. Und seitdem gibt es kein Latest mehr. Also wenn noch niemand das verwendet hat, dann wird es auch kein Problem mit Latest geben. Und dann gibt es immer die große Diskussion Base Image. Was für ein Base Image soll man verwenden? Wir haben mal mit Elasticsearch haben wir als erstes als Docker-Image angeboten. Da haben wir auf Alpine gesetzt. Dann wollten wir Kibana und Loxys als Docker-Image anbieten. Die haben aber beide nicht mit Alpine funktioniert, weil Kibana zum Beispiel ist eine Node-Applikation und wie wir vor einem halben Jahr begonnen haben, war Node noch nicht offiziell auf Alpine unterstützt. Das heißt, das war dann Ubuntu. Und Loxys ist, glaube ich, dann auch aus dem Grund, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist aber auch auf Ubuntu gestartet worden. Wir haben dann mit dem Elasticsearch Image auf Alpine diverse lustige Bugs und Probleme gehabt, dass wir jetzt mit Version 5.4 alle Images auf CentOS umgestellt haben. Also mittlerweile seit gestern passieren alle Images auf CentOS. Ist auch ein bisschen eine strategische Sache. Normalerweise sagen immer alle, okay, das Base Image interessiert mich nicht, das geht mir eigentlich nur um die Größe. Wobei super klein werden unsere Images sowieso nicht werden, da wir Java brauchen. Das heißt, auch wenn das Alpine Base Image super klein ist, durch Java wird das Ganze dann ohne Display etwas größer. Und die andere strategische Entscheidung ist mehr oder weniger, die großen Kurven, die wir haben, sind meistens in den USA und meistens auf irgendwas Reddit basiert. Und die, nicht dass einen Unterschied machen sollte, aber die haben einfach wesentlich lieber irgendetwas, was in dieselbe Richtung geht. Und deshalb sind mittlerweile die Base Images auf CentOS. Ob wir irgendwann dann verschiedene Base Images als Ausgangsbasis verwenden und es dann ein Elasticsearch Ubuntu, Elasticsearch Alpine und Elasticsearch CentOS geben wird, weiß ich nicht. Wir versuchen es mal in nächster Zeit zu vermeiden. Und wir könnten den ganzen Talk führen darüber, über alle Probleme, die wir hatten mit beim Bauen von Docker-Images und all die lustigen Fragen, die wir jetzt bekommen. Weil es ist so, die meisten Leute haben keine Ahnung von Docker und auch nicht Elasticsearch und denken sich dann, wenn sie dann beides zusammen verwenden, wird es wesentlich einfacher und besser. Also auf den GitHub-Issues zu den Docker-Images spielt sich teilweise dramatische Szenen ab. Ja, wer das Ganze ausprobieren möchte, ich habe zwei Demos. Eine verwendet einen Docker Compose und installiert alle Komponenten einfach und man kann das Ganze in Container laufen lassen. Und ich habe dann eine virtuelle Maschine, die unter anderem neben vielen anderen Services auch ein Docker Image enthält und wo man dann einfach dieses Docker Image machen kann. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Das ist jetzt die Variante Wegwert. Ein bisschen größer. Das heißt, ich möchte jetzt zum Beispiel mal die Logfiles von meinem Docker-Container einsammeln. Welchen Beat verwende ich, um Logfiles einzusammeln? FileBeat, genau. Das heißt, wir schauen uns ganz kurz die FileBeat-Konfiguration an. FileBeat, genau. Aber da noch Passwörter drinnen stehen, geht das nur, wenn man die Permissions hat. Was ich jedes Mal vergesse. So, wir sehen, wir sammeln hier ein normales Kibana-Log ein und was wir dann hier einsammeln ist, ich verwende die Standard-JSON-Logs von meinem Container und ich sage einfach, was in
Varlib, Docker Containers, was auch immer .log drinnen ist. Also die Logs von all meinen Containern möchte ich hier einfach einsammeln. Ich glaube, FileBitModules habe ich auch installiert. Und am Ende sage ich dann einfach, speichere mir das Ganze in Elasticsearch direkt hinein. Okay. Und MetricBit überwacht Docker jetzt auch noch. Die Konfiguration sieht, das mal voran machen, das Apple zu tun. Da sieht die Konfiguration ähnlich aus. Also einerseits, ich habe zuerst das System-Modul aktiviert und sage dann, alle 10 Sekunden sammeln wir all diese Metriken hier ein für alle Prozesse. Das sind recht viele Informationen. Wenn man weniger, wenn nur bestimmte Prozesse interessieren, kann man das darauf auch einschränken. Ich habe ein Redis laufen, das ich monitore. Ich monitore Nginx, MongoDB und eben Docker. Und von Docker möchte ich genau diese Metriken hier einsammeln. Und ich mache das über das Unix-Socket, varrun, docker-sock. Und alle 10 Sekunden möchte ich das eben einsammeln. Wie schaut das Ganze dann in der Praxis aus? Also bei den Files habe ich hier meinen File-Bit laufen. Der sammelt dann diverse Informationen an. Ganz unten habe ich hier einen Pipe. Und sehr traurig, mein Container hat in den letzten 15 Minuten nichts gemacht. Gehen wir mal auf die letzten 12 Stunden. Hoffentlich hat er da irgendwas gelockt. Okay, und jetzt habe ich hier Docker, das heißt hier meine verschiedenen Containerarten. Ich habe diesen da einfach einen Tag gesetzt auf Docker. Wenn ich da auf das kleine Plus drücke, bekomme ich nur noch die Docker-Logs und da sehe ich, okay, über die Zeit gesehen habe ich folgende Informationen vom Docker-Container eingesammelt. Sieht dann so aus, da sehe ich dann, welcher Container und welches File das eben war. Und dann habe ich hier eine Message. Kann irgendwie erraten, was das für ein Prozess ist, der da in meinem Docker-Container läuft? AWS, Redis, läuft in Redis. Können wir aber uns ganz einfach bei dem Dashboard anschauen. Also hier habe ich einfach alle Dashboards, die es so gibt, genommen. Das heißt, was ist jetzt interessant für Docker? Schauen wir uns mal MetricBit Docker an. Und da sehe ich, okay, ich habe jetzt auf meiner virtuellen Maschine nur einen Docker-Container laufen. Besser als nichts, der läuft. Meine Images, ich habe ein Redis und ein MyRedis, also so sind die Images benannt und gerappt. Und dann sehe ich, wie schaut die CPU-Usage aus, da sieht man, okay, meine virtuelle Maschine ist da gelaufen und das habe ich sie da wieder eingeschaltet. Und dann sehe ich auch sowas wie den Netzwerkverkehr. Das sehe ich dann, entweder kann ich das hinunterfiltern, ich könnte das jetzt einschränken auf einen konkreten Prozess, oder ich sehe diese Informationen über alle Docker-Container quer drüber. Und da gibt es diverse Visualisierungen für Prozesse, Netzwerkverkehr etc. Beziehungsweise wir können uns auch schnell den Netzwerkverkehr, den wir so haben, hier anschauen. Das inkludiert dann den Traffic to Redis, also da sehe ich Unique Connections, mit welchen IPs rede ich denn so, da das alles eine virtuelle Maschine ist, wird jetzt die Liste der IP-Adressen nicht so spannend sein. Außer wenn ich irgendwelche externen Dependencies herunterlade, dann sehe ich, da habe ich dann plötzlich mehr IP-Adressen und dann sehe ich eben, wer kommuniziert mit wem, wie. Und ich glaube, es gibt auch seit neuestem, gäbe es ein Redis Slow Log, das wir automatisch einsammeln, wenn man einen Redis Monitor hat, aber das hat jetzt weniger mit Containern zu tun und daher können wir das jetzt wirklich sein lassen. Gut. Lego. Ich sage immer, der Elastic Stack ist mehr oder weniger wie ein Satz an Lego-Bausteinen. Man muss ein bisschen was selber zusammenbauen, aber dafür kann man dann nachher mehr oder weniger alles machen, was man so möchte. Also das ist nicht nur fürs Logging, man kann auch seine Geschäftsdaten einsammeln, speichern und visualisieren, man kann Metriken nehmen, man kann Logs nehmen, man kann das Ganze für Security-Daten nehmen. Das Feld ist sehr weit, aber es ist ein bisschen Arbeit beim Zusammenbauen ist nach wie vor notwendig, auch wenn wir das versuchen, möglichst zu verbessern mit der Zeit. Was sich verwundert, wie wird mein Gehalt gezahlt? Also wir haben generell ein Open Core Modell. Das ist alles Open Source, davon gibt es auch keine kommerziellen Versionen oder so. Weil wir uns irgendwann eingestanden haben, wir sind zu faul zum Testen von einer Open Source, also einer kommerziellen Version. Das machen einige andere Hersteller, die haben dann immer eine kommerzielle Version, die sie testen. Dann schmeißen sie irgendwelche Features hinaus und dann ist das, was überbleibt, die Open Source Version. Das machen wir eigentlich nicht so. Wir haben nur eine Version von dem, auch als zahlender Kunde bekommt man das.
Es gibt dann aber gewisse kommerzielle Features, die man da sozusagen hineinhängen kann. Und ja, gehostet als Service bieten wir das Ganze auch. Ja, und das ist immer der Entwicklungsweg, den viele so gehen, ist normalerweise, man startet irgendwie mit Open Source, dann geht man möglicherweise irgendwann zu einem Training, wir werden wahrscheinlich das erste offizielle Elastic Training im Juli in Wien haben. Und dann gibt es diverse Support- und Consulting-Stufen, die man darauf aufbauen kann. Ja, Sticker, falls irgendwer haben möchte, gibt es irgendwelche Fragen? Ich glaube, wir haben noch eine Minute oder so für Fragen. Ja. Ich habe mich gut verstanden, dass jetzt praktisch das Beats mit dem Logstash löst das langfristig das Logstash ab, oder? Weil du hast praktisch im ganzen Vortrag immer gesagt, es wird direkt an Elasticsearch gesendet. Also praktisch das Beats wird, schließt das Logstash eigentlich kurz. Nein, nicht ganz. Also es gab früher den. Sorry? Die Frage war, kurz zusammengefasst, ersetzt dann die Beats, ersetzen die Logstash mehr oder weniger? Nein, nicht ganz. Also es gab früher den Logstash Shipper, der ist sozusagen ersetzt durch die Beats. Aber Logstash hat halt diverse Plugins, ich glaube über 200 Plugins, um von verschiedenen Quellen zu lesen, dann diverse Veränderungen und dieses Enrichment zu machen und dann irgendwo anders hin zu schreiben. Das Enrichment kann man für einfache Dinge auch mit den Elasticsearch Ingest Nodes mittlerweile machen, aber es gibt einen Haufen Dinge, die man nicht ohne Logstash machen kann. Also zum Beispiel, wenn man das Ganze in Flatfiles hinausschreiben möchte, statt nach Elasticsearch nachher oder auf Amazon S3 oder was auch immer, dann wird das weiter in Logstash machen. Wenn man die Daten von irgendeiner Queue auslesen möchte, kann das nicht Elasticsearch selber machen, sondern Logstash. Zum Beispiel in meiner Demo, das habe ich jetzt nicht hergezeigt, PacketBeat schickt die Informationen an Redis als Queue und Logstash nimmt das dann aus der Queue heraus und leitet es an Elasticsearch weiter. Also Logstash wird nicht verschwinden, aber es wird der Einsatzbereich ein bisschen undefiniert oder eingeschränkt. Aber es wird nicht verschwinden in nächster Zeit. Ja. Wie groß ist die Überlegung, mit Intel Snap, mit der Technologie, beim Web-OC, zu finden, mit den Kollektoren, wie groß da der Ü? Also die Frage war, wie groß ist der Overlap mit System-D Metrics? Ja, es wird sicher einen Overlap geben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie leicht kann ich da auf ein zentralisiertes System danach hinausschreiben? Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht angeschaut. Weiß ich nicht. Ist halt die große Einschränkung ist, alles, was mit System-D geht darüber. Aber wenn man nur System-D hat, funktioniert es ja. Beats hat halt den, ja, versucht halt alles zu unterstützen, wir machen auch Windows. Ein großer Kritikpunkt ist, dass Go ist und es gibt kein HIX. Und gewisse größere Firmen brauchen unbedingt noch HIX. Ja. Sonst Fragen? Dann danke, Sticker nicht vergessen. Schönen Tag.